Hallo, mein Name ist Chris Strubbel und ich zeige euch heute, wie wir einen Countdown im Bubble entwickeln. Legen gleich mal los, indem wir in Plugins gehen und das Countdown-Plugin von Copilot installieren. Das ist ein kostenloses Plugin, was uns nun hilft, einen Countdown zu erstellen. Als erstes ziehen wir das Countdown-Plugin einfach auf den Screen, egal wohin, man sieht es nicht später in der Webseite. Wir können diesen Countdown nun verschiedenartig aktivieren. Die gängige Praxis ist, immer wenn die Seite geladen wird, startet auch der Countdown. Ich gehe auf Workflow, General, Pages Loaded und sage Element Actions, Start a Countdown. Und wir nehmen das Current Date und Time plus 30 Sekunden. Das heißt, immer wenn die Seite geladen wird, holen wir uns einmal das Current Date, dann starten wir einen Countdown, der 30 Sekunden dauert. Wir machen hierfür ein Textfeld und ihr könnt euch unter Dynamic Data das Countdown-Feld holen. Könnt das verschiedenartig nehmen, ob das jetzt die Tage, die Stunden, die Minuten oder die Sekunden sind oder einfach nur Total Time Seconds. Und gehen jetzt einmal auf Preview. Und wir sehen, wir haben jetzt genau 27 Sekunden bis zum Countdown-Ende. Ein anderer Weg ist, dass ihr ein fixes Datum wollt. Dafür gehen wir in die Datenbank, erstellen einen neuen Type und darin ein neues Feld und das wird ein Datum. Ihr geht dann auf App Data und erstellt einen neuen Eintrag. Und gehen in den Workflow. Und anstatt nun Current Date Time, machen wir Do a Search for Zeitstempel und nehmen den First Item Zeitstempel und gehen jetzt in den Design Tab und sagen wir gehen einmal auf Preview. Dann sehen wir einen Countdown zum neuen Jahr. Und somit konntet ihr sehen, wie einfach man in Bubble einen eigenen Countdown erstellen kann. Entweder mit der Datenbank oder mit einem Current Date und Time Stamp. Das könnt ihr natürlich weiterhin modifizieren für eure Use Cases. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg und auf bald.